Willkommen zurück zu Let's Play Bomberman Generations. Dieses Mal erwartet uns, na, ein ganz besonderes Level. Hier haben wir auch als einziger 5 Karten. Here I come. I'm the strength of the Crush Bombers. Der erste Crush Bomber. I will crush all who get in my way. Mann, Junge. Ich finde diese Bosskämpfe immer so spannend. Es sei denn, man hat sich schon ein 100 Ball gespielt. Megaton. Mann. Komm, charge uns. Vier von fünf Lightning Cards beim ersten Durchlauf. Nice. I'm defeated. Oh. Er kann fast schon leid tun. Area clear. Vier Lightning Cards. Ja, um die Lightning Cards beim Boss Battle zu kriegen, ja, muss man spezielle Bomben werfen, also nicht spezielle Bomben. Man muss ihn an spezielle Konditionen treffen. Zum Beispiel, er muss die Bombe selbst auslösen oder. Ja. Na gut, da der Part so kurz war, mache ich gleich noch das nächste auch. Das heißt, zu kurz wäre. Das können wir so nicht stehen lassen. Get through the settlement. Durch die Siedlung! Oh Gott, die sind nervig. Glaubt mir, die sind einfach nur nervig. Die sind noch behinderter als die Higgy Higgies. Au! Mann. Wieso kann ich nicht einfach durchlaufen? Oh Gott, das wird auch für Frustpotenzial sorgen. Oh Gott. Nein! Und da ist natürlich noch so ein richtiger Hoden. Wie gesagt, die sind noch nerviger als die Higgy-Higgies. Aber sie machen lustige Geräusche. Und die Töpfe hier sind größer als die normalen. Die kann man nur mit der großen Bombe killen. Warte, die zweite Lightning Card? Hä? Wo ist dann die erste? Hä? Stehe nur ich gerade auf dem Schlauch? In der ersten Welt haben wir gar keine bekommen.
Das ist lustig. Blab. Die Gegner muss man mit der Wasserbombe killen, wenn man denn rankommt. So wie ich, mit Glück. Mann, Professor 1! Ja, ich weiß. Das, was ich nämlich schon die ganze Zeit mache. Indem er X drückt, das hier, kann man sich vorher sich abwerfen. Und macht richtige harte Magics. Das Herz lasse ich mir nicht entgehen. Die Krüge auch nicht. Nice. Okay. Aber Professor Ein ist manchmal schon sehr penetrant. Leider kommt man da mit der normalen Bombe nicht rüber. Die ist ein bisschen zu klein. Das war jetzt irgendwie voll nötig. Achso. Ups. Well, das war gerade ein Brainfart. Richtig harter Brainfart. Aber es ist kein Problem. Es ist nicht schwer. Hat nur ungefähr eine Minute meines Lebens verbraucht. Dammit! Stirb doch einfach! Diese random AIs, wirklich. Die Physik sind aber auch recht cool. Das ist auch lustig. Mehr oder weniger. I want your job! Quatsch. Ihr habt keine Chance gegen Bomberman! Es sei denn, er ist zu behindert und trifft sich selber. Weil das ist eine Spezialität von Bomberman. Enter the settlement. Professor Ein entwickelt sich gerade zu Navi. Na, no, na. Ich werde da jetzt nicht reingehen. Die Säulen kann man auch zum Umfallen bringen. Ich weiß noch nicht genau, was sie bringen. Alter! So lustige Geräusche. Ach, doch. Wutz. Schade, dass man da nicht rein kann. Das macht leider einfach nur, dass sie aufhören zum Spawnen. Aber alle darin wurden kaltblütig ermordet. Oder? Hab das nie ausprobiert. Nein, kann man nicht. Dammit! Dachte ich schon, ich hätte ein fettes Secret gefunden. Okay, hier ist allerlei versteckt. Das sollte ihn erwischen eigentlich. Yes. Really? Really? Das muss jetzt wieder auf der anderen Seite runterfallen, oder? Diese Türen gehen nämlich nicht auf normale Weise auf. God damn it, Bomberman. Warum musst du alles so kompliziert machen? Die Einheimischen haben einen Hikiki gefangen.
keine Gnade. Bubble Job! Ich finde ihre Aussprache so lustig. Hier war noch etwas. Lass mich raus! Okay, solange du mich nicht triffst. Ich will dein Cheeseburger und hopp! Ja. Geil. Diese Typen sind schon echt lustig. Trololo. Und damit haben wir den zweiten Schalter. Nice. Habe ich hier nichts vergessen? Nee. Boah. Nee. Komme ich da auch so ran? Ja. Muss ich ja reinkommen. Sollte, ja. Fühlt sich schon ein bisschen an wie Zelda mit dem Ganzen. Töpfe zerstören. Oh, da drüben ist eine fette Vase. Worth it. Hauptsache, das Teil stirbt. Ja, das ist interessant. Ich kann meine Bewegungsgeschwindigkeit künstlich runterziehen. Ah, verdammt. Ich habe eine Passage verpasst. Da ist wahrscheinlich eine Lightning-Card drin, oder? Ja. Egal, ich werde hier kurz backtracken und das dann rausschneiden. Es sei denn, es ist eine Karte, an die wir so nicht rankommen. Aber ich glaube ja doch stark, dass ich da reinkomme. Ach Gott. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch gleich das hier runterhauen. Nice. Aber da vorne ist der Ausgang und so eine Miniboss. Stirb, RFI. Well, viel hast du nicht angerichtet. Aber was auch immer, König. Seht ihr das auch? Ich bin doch nicht ganz geistig verwirrt. Sie haben es am Ausgang platziert, die Hunde. Ach Mann, ich dachte schon, ich habe was falsch gemacht. Okay, hier braucht man auch zwingend die Wasserbomben. Ah nein! Huh? Okay. Hier ist die erste Lightning Card. Ich stehe am Schlauch. Aber immerhin 2 von 3 und wir wissen, wo die letzte ist. Naja, ich hoffe, der Part hat euch wieder mal gefallen.
nächstes Mal machen wir uns auf in die Höhlen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.